Ja, wir haben Analyse gemacht von der letzten Junior-EM und gesehen, dass wir eigentlich im Tempo im Mittelbereich zu langsam sind im Vergleich mit den Ländern, wo starke Mitte da sind. Haben das dann analysiert, haben geguckt, wo verlieren wir denn Zeit und haben dann gesehen, okay, wir verlieren denn Zeit nicht auf dem Boden, so nicht im Laufen, weil unsere Schritte sind eigentlich im gleichen Rhythmus. Das Einzige ist, die Vorbereitung für unseren Schlag ist zu langsam. So, wir versuchen jetzt, die Mädels den Vorbereitung vom Schlag schneller machen zu lassen. Und wenn ich nicht meinen Arm schon oben habe, aber den Ball mit zwei Händen in die Hände von den Zuspielern fallen lassen muss, habe ich sehr wenig Zeit, um meine Vorbereitung zu machen. So muss ich die schneller machen, als was ich vorher gemacht habe.